Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Regen, Regen und nochmal Regen. Das schwerste Unwetter seit Jahren. Wenn es kommt, kommt's gewaltig. Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, kein Bundesland bleibt verschont. Doch vor allem die Menschen in NRW hatten in den vergangenen Wochen mit Naturkatastrophen zu kämpfen. Mit Sturmböen bis zu 150 km/h war Ela der schwerste Sturm seit Jahrzehnten. Nicht einmal der Orkan Kyrill 2007 reichte an das Ausmaß des Pfingststurms heran. Wir sind froh, dass wir mit dem Leben davongekommen sind. So schwierig, wie das hier war. Ich kann mich nicht erinnern, von Kind an, dass hier mal sowas passiert wäre. 6 Tote, 30 Schwerverletzte, Schäden im Wert von rund 600 Millionen Euro, Hunderttausende umgeknickte Bäume. Das ist allein die Bilanz des Pfingstunwetters Ela. Noch immer sind die Aufräumarbeiten nicht abgeschlossen. 1, 2, 3. Doch Tief Ela wird wohl keine Ausnahme bleiben. Insgesamt schätzen Experten, dass Sturmschäden in Deutschland bis zum Jahr 2100 um mehr als die Hälfte zunehmen. Und es wird nicht nur stürmischer, auch Hochwasser- und Hitzewellen werden häufiger. Ein Anzeichen dafür, bereits im Juni wurde in Deutschland vielerorts die 35-Grad-Marke geknackt. Weltweit war ein Juni nie zuvor so warm wie in diesem Jahr. 2014 kann das Wetter scheinbar nur extrem. Der Frühling zu warm und zu trocken, im Mai zu viel Regen. Seitdem vergeht keine Woche ohne Unwettermeldung. In der vergangenen Woche bekommen dann die Menschen im Münsterland den Extremsommer zu spüren. Wieder fegt ein Unwetter über den Westen des Landes, zerstört Bäume, Häuser, Existenzen. Über 2000 Feuerwehrleute aus ganz NRW rücken an, um die Fahrradstadt zu unterstützen. Und so mancher macht aus der Not eine Tugend. Bis zu 200 Liter Wasser kamen in Münster pro Quadratmeter vom Himmel, so viel wie sonst in einem ganzen Sommer. Immer unberechenbarer, immer extremer werden die Unwetter weltweit. Welches Wetterchaos uns als nächstes einholt? Nächste Woche wissen wir es vermutlich. Und wir sprechen darüber mit dem Meteorologen und Klimaforscher Mujib Latif. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Das ist ja wirklich ein extremer Sommer, den wir jetzt erleben. Diese Hitzewellen und dann diese Starkregenfälle. Wird das in den nächsten Jahren so weitergehen? Ja, ich fürchte schon. Wir sehen ja eine gewisse Entwicklung in den letzten Jahrzehnten hin, mehr zu Extremwetter weltweit, aber auch bei uns in Deutschland. Und ich möchte nur noch mal daran erinnern, dieses Jahr hat es Nordrhein-Westfalen besonders stark getroffen. Aber es gab ja auch Unwetter in den letzten Jahren in Ostdeutschland, wiederholt in Süddeutschland, die Überschwemmungen an der Elbe, an der Oder, an der Donau. Also die Dinge häufen sich und das ist genau das, was wir für die Zukunft dann erwarten. Das heißt, es wird kontinuierlicher werden. Woher kommt das? Ja, das liegt eben doch irgendwo an der globalen Erderwärmung. In einem wärmeren Klima ändern sich sehr viele Dinge. Beispielsweise kann mehr Wasser von den Weltmeeren verdunsten und deswegen ist dauerhaft einfach mehr Wasser in der Luft vorhanden als Wasserdampf. Das sehen wir nicht, aber er ist da. Mhm. Und dann, wenn die Wetterlage entsprechend ist, dann können eben die Regenmengen umso stärker werden und das führt dann immer häufiger zu Starkniederschlägen. Wir haben ja auch den Eindruck, dass sich die Jahreszeiten so ein bisschen verschieben. Der Frühling, der beginnt 2 Wochen früher als sonst, der Herbst später. Wird es irgendwann keine wirklichen Jahreszeiten mehr geben, so wie wir sie früher kannten? Ja, es wird noch Jahreszeiten geben. Das heißt, es wird schon einen gewissen Unterschied in der Temperatur geben zwischen Sommer und Winter. Aber es stimmt schon, der Eindruck ist richtig. Gerade der Winter zeigt eine besonders starke Erwärmung. Und deswegen werden wir so zwischen Herbst, Winter und Frühjahr irgendwie so einen Einheitsbrei bekommen. Und dann eben im Sommer diese Extreme. Aber da gehört dann unter anderem auch Trockenheit zu. Es ist nicht nur Starkregen, sondern es kann eben andererseits auch verstärkte Trockenheit hinzukommen. Ja, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, NRW wurde dieses Jahr besonders heftig getroffen. Also wir erinnern an den Sturm am Pfingstmontag, der hier unfassbare Schäden angerichtet hat. Oder letzte Woche auch diese Starkregenfälle. Das grenzte, was wir letzte Woche erlebt haben, Münster, fast schon an Monsun. Ja, das stimmt irgendwo. Ich habe einen koreanischen Kollegen, der eben aus dem Süden Koreas kommt und der hat mir mal erzählt vor ein paar Jahren, er hört
inzwischen, dass sich auch bei uns die Niederschläge geändert haben. Als er angefangen hat, vor 20 Jahren in Deutschland, hat er solche starken Regenfälle eigentlich nicht erlebt. Aber jetzt kann er es hören, so wie er es aus, so ein bisschen jedenfalls aus Korea kennt. Und da gibt es eben ganz andere Regenfälle noch, als wie wir sie hier haben. Sollte uns das nicht aber total wachrütteln? Ich meine, können wir noch irgendwas tun, um zu verhindern, dass das alles noch schlimmer wird? Ja, wir können natürlich noch was tun. Das sind ja jetzt die Anfänge. Wir dürfen ja nicht vergessen, es hat immer Extremwetter gegeben, es hat immer Gewitter gegeben, starke Niederschläge, Hagel und so weiter. Jetzt haben wir eine gewisse Häufung. Und wenn wir es wirklich ernst meinen mit dem Klimaschutz, dann könnten wir das natürlich noch schaffen, dass die Dinge dann nicht so katastrophal werden, wie die Modelle es beispielsweise vorhersagen, in einem Worst-Case-Szenario, also für den schlimmsten anzunehmenden Fall. Was sagen denn die Modelle vorher? Also wie ist denn die Prognose für die nächsten 50 bis 100 Jahre, wenn wir jetzt nichts unternehmen? Ja, also die ist eben genau so, dass diese Extreme, die wir gerade erlebt haben, immer häufiger kommen und sich auch noch weiter intensivieren. Aber nochmal, Starkniederschlag ist die eine Seite der Medaille, extreme Trockenheit ist die andere Seite der Medaille, und es sind keine Gegensätze, sondern es sind eben zwei Seiten der gleichen Medaille, und die heißt globale Erwärmung. Gibt es denn Unterschiede hier bei uns in Deutschland zwischen Nord und Süd, Ost und West? Also wer muss jetzt mit den extremsten Wetterkarten? Ja, also im Prinzip alle Regionen, aber unterschiedlich. Also der Osten wird mehr unter Trockenheit leiden, aber dann eben auch unter extremen Niederschlägen. Der Westen nicht so sehr unter Trockenheit, sondern vor allen Dingen unter den Starkniederschlägen, aber auch Stürmen. Der Norden hat noch ein ganz anderes Problem mit dem Meeresspiegelanstieg, denn wir rechnen im schlimmsten Fall etwa 1 Meter Anstieg bis zum Ende des Jahrhunderts, und da muss man schon ordentlich die Deiche erhöhen. Oh, ja, in der Tat. Liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben an Mujib Latif, an unseren Klimaexperten, können Sie uns gerne anrufen unter der 0211 4576 776. Wir sammeln die Fragen dann alle und werden sie später in der Sendung hier nochmal beantworten. Sie kommen dann später nochmal in die Sendung dazu. Ich danke Ihnen, Herr Latif, erstmal bis hierhin. Nachher sehen wir uns wieder. Hitze, Stürme, Wassermassen, das Wetter wird immer extremer in Zeiten des Klimawandels. In den letzten 50 Jahren haben Wetterextreme wie Stürme, Trockenheiten oder Überschwemmungen um das Doppelte zugenommen. Dafür gibt es viele Ursachen, doch vor allem einen Hauptverdächtigen, den Klimawandel. Dass der vom Menschen maßgeblich beeinflusst wird, da sind sich die meisten Forscher einig. Seit Beginn der Industrialisierung ist die mittlere Jahrestemperatur um etwa 0,8 Grad gestiegen. Ein Trend, der sich fortsetzen und verstärken wird. Das Wasser der Ozeane erwärmt sich, das Eis der Polkappen schmilzt, der Meeresspiegel steigt. Schon jetzt drohen viele Südseeinseln zu versinken. Der Klimawandel wird das Thema der nächsten Jahrzehnte sein. Wir sprechen darüber jetzt mit dem Meteorologen und Klimaforscher Mujib Latif. Sie waren gerade am Zuschauertelefon. Es sind eine Menge Fragen reingekommen. Herr Josipovic aus Warstein fragt zum Beispiel, warum wird der Umweltzerstörungsfaktor Nummer 1 nicht erwähnt, die Luftfahrtindustrie? Ja, viele Menschen glauben, dass das tatsächlich der Faktor Nummer 1 ist, aber es sind nur ganz wenige Menschen auf der Welt, die fliegen. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen ist einfach die Energiegewinnung durch die Verbrennung von Kohle oder Öl viel, viel größer zu bewerten als das, was wir durch die Fliegerei verursachen. Dann möchte Herr Wiederhöft aus Hamburg wissen, wir tun in Deutschland vieles, um die CO2-Belastung zu reduzieren. Was passiert, wenn andere Länder, insbesondere China, nichts tun? Kann dann der Treibhauseffekt trotzdem gestoppt werden? Nein, also das ist völlig ausgeschlossen. Wir haben es hier wirklich mit einem globalen Problem zu tun. Das lösen wir alle oder gar nicht. Und Chinesen sind inzwischen der größte Verursacher von CO2. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir vormachen, wie es geht, damit die Chinesen es eben nachmachen. Und wir müssen einfach zeigen, es geht. Wir müssen die sauberen Energien verwenden und dann eben noch Wohlstand dabei behalten, sogar noch mehren. Wir alle wissen, dass das funktioniert, und deswegen ist die Energiewende auch so wichtig. Es gibt immer mehr Flecken auf dieser Erde, die als Paradies gelten, die allerdings ein bedrohtes Paradies sind. Auch Grönland zählt dazu. Schätzen Sie das genauso ein? Ja, nicht nur Grönland, die Arktis insgesamt, also die Nordpolarregion. Wir sehen ja hier die Bilder, wie die Gletscher immer schneller schmelzen. Auch das Meereis, also das Packeis, zieht sich immer weiter zurück.
zurück. Und das ist ein riesiges Ökosystem. Das fängt ja beim Krill an, beispielsweise bei diesen kleinen Krebsen. Und von denen leben ja dann die größeren Tiere. Und am Ende steht der Eisbär. Aber es steht viel, viel mehr auf dem Spiel. Und es ist wirklich ein bedrohtes Paradies. Und wie ist die Situation in der Antarktis? Ja, in der Antarktis funktionieren die Dinge etwas langsamer. Das liegt einfach daran, dass die Antarktis ein Kontinent ist. Und da gibt es einen Kilometer dicken Eispanzer. Da gibt es nur eine Region, die sich auch sehr schnell entwickelt. Das ist die Westantarktis. Und da haben wir auch ein Auge drauf. Und da sind die Verhältnisse ähnlich dramatisch wie auf Grönland. Wir haben noch eine Frage von Thomas Haider aus Mülheim an der Ruhr. Er fragt, wie kann vegetarische bzw. vegane Ernährung helfen, den Klimawandel zu stoppen? Ja, also die Massentierhaltung ist natürlich auch ein Umweltfaktor, das darf man nicht vergessen, durch den enormen Ressourceneinsatz, Energieeinsatz, Düngemittel. Insofern denke ich mal, Fleischkonsum reduzieren ist auf jeden Fall das Gebot der Stunde. Und Sie können übrigens auch sehr viel mehr Menschen satt bekommen, wenn Sie eben nicht auf Fleisch setzen. Wir haben noch eine Frage von Hans Multhaupt von einem Segelschiff nahe Korfu. Dort schaut er uns jetzt zu. Der Klimawandel pausiert ja bereits seit gut 10 Jahren. Wie kann es sein, dass die zunehmenden Unwetter immer auf den Klimawandel zurückgeführt werden möchten? Ja, das fragen sich in der Tat viele. Nur dürfen wir nicht vergessen, wir verharren auf hohem Niveau. Das heißt, die Temperaturen sind heute schon höher, obwohl sie in den letzten 10 Jahren nicht weiter gestiegen sind. Und bei höheren Temperaturen verdunstet einfach mehr Wasser. Und damit ist nach wie vor das Potenzial dafür gegeben, dass wir eben mehr und heftigere Wetterextreme bekommen. Man hört in letzter Zeit immer weniger vom Ozonloch. Wie ist die Situation da momentan? Ja, das Ozonloch gibt es noch. Das ist ja diese Ausdünnung der Ozonschicht über der Antarktis, also über dem Südpol. Mhm. Aber wir sehen, dass es in den letzten Jahren einen Tick kleiner geworden ist. Und es gibt auch ein internationales Abkommen inzwischen. Und wir hoffen, dass wir nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen sind und dass so 2050, 2060 sich das Ozonloch vielleicht wieder halbwegs geschlossen haben wird. Mhm. Herr Latif, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Morgen bei uns waren und uns so ein bisschen aufgeklärt haben. Und Sie kommen bestimmt bald wieder, denn da gibt es noch viel zu reden. Vielen Dank, Herr Latif.